spannende Zeiten an den Börsen und insbesondere auch am Devisenmarkt. Der Euro ist seit einiger Zeit unter Beschuss und hat heute ja ein neues 8-Monats-Tief markiert. Ja, die Frage ist, woran liegt das? Warum ist der Euro auch am heutigen Handelstag so schwach? Wolfgang Köbler von der KSC Vermögensverwaltung ist heute bei uns zu Gast. Schön, dass Sie da sind. Ja, Sie haben spannende Gerüchte mitgebracht. Warum ist der Euro gerade heute so schwach? Ja, es kursieren im Moment wohl Gerüchte an den Märkten, dass der Rettungsschirm, der jetzt aufgespannt wurde, wo ja unsere Regierung 211 Milliarden jetzt beisteuern wird in Form von Bareinlagen und von Garantien, dass man diesen Rettungsschirm im Grunde auch dazu nutzen wird, um sich eine Banklizenz zu holen und bei der EZB Liquidität zu beschaffen. Die Gefahr, die daraus besteht, ist im Grunde, dass die einen Geldschöpfungsprozess in Gang setzen können, der unermesslich sein kann. Und dann hätten wir zwar einen riesen Rettungsschirm, aber die Frage ist einfach, was bringt es letztlich für die Stabilität des Euros, wenn man solche Dinge im Moment in die Wahrheit umsetzen würde? Also wir sind da sehr, sehr vorsichtig und es wundert uns im Moment auch etwas, wenn das Gerücht sich bestätigen sollte. In der Tat, unheimlich spannende Gerüchte. Wir werden es natürlich in den nächsten Wochen verfolgen. Ja, unabhängig von den Gerüchten, wie ist denn Ihre Markteinschätzung? Was trauen Sie dem Euro in den nächsten Tagen und Wochen noch so zu? Also unsere Meinung ist eher die, dass im Moment aufgrund der nach wie vor ungelösten Probleme mit Griechenland, das ist ja nun wieder ein Hinausschleppen der Probleme, die bekannt sind. Jeder weiß, Griechenland muss irgendwann raus. Deshalb wird der Euro auch eher tendenziell schwächer notieren. Der Euro wird zum Dollar noch ein Stück weit nachgeben können. Dollar ist zwar selber in großen Schwierigkeiten, aber im Grunde wird Geld eher dann in den US-Dollar diversifiziert. Welchen anderen Währungen trauen Sie denn noch überhaupt was zu, ausgenommen mal den Dollar? Gut, das ist eine schwierige Frage. Diversifikation in die Währung, man hat ja gesehen, wohin es führen kann, wenn zu viel im Schweizer Franken fließt, dann zieht die Notenbank die Bremse. Die Schweiz hat ja dann die Währung extrem abgewertet. Aber letztlich gesehen raten wir oder setzen wir auch in den Portfolien um, wir diversifizieren nach wie vor in norwegische Kronen, wir diversifizieren Austral-Dollar und versuchen da eben im Moment außerhalb des Euros ein wenig Glück zu finden. Ansonsten halten wir auch nach wie vor trotz des Kursrückgangs in den letzten zwei Wochen Schwellenländeranleihen für attraktiv. Soweit Wolfgang Köbler mit einer aktuellen Einschätzung zum Euro und zur Entwicklung am Devisenmarkt. Ich sage herzlichen Dank fürs Interview.